Ich werde auch heute gar nicht so viel erzählen, was wir alle machen wollen, was wir alle tun und was wir vorhaben und was wir letztlich da auf den Platz bringen wollen. Ich denke, die Situation ist eindeutig. Wir haben es jetzt einige Spiele lang nicht super umgesetzt, das muss man ganz klar sagen. Die Jungs wissen Bescheid, wir haben Tacheles geredet und die Jungs sind wirklich gefordert, jetzt auch die Dinge umzusetzen. Und ich bin gefordert, die richtigen 11 Kerle in die Trikots zu stecken, ne, um dann vielleicht mit 2, 3 anderen im Laufe des Spiels dann noch auch gut die Dinge ergänzen zu können oder nochmal neu ordnen zu können, ne, um letztlich das Spiel zu gewinnen. Und da denke ich, haben wir zumindest von der Voraussetzung her jetzt nur ein paar Tage gehabt, wieder seit dem letzten Spiel, um arbeiten zu können. Das ist heute vernünftig abgelaufen. Wir haben gestern auch mit einem anderen Trainingsanreiz nochmal wieder Akzente auch für die Teambildung da setzen können. Also die Dinge von außen sind okay und letztlich ist es wirklich so, dass die Jungs, die in den Trikots stecken, jetzt die Dinge auch umsetzen müssen und für uns alle da dann ein gutes Spiel abliefern müssen und ein erfolgreiches Spiel letztlich auch. Und mehr gibt es nicht zu sagen. Ich werde von den 20 Spielern, die heute auf dem Platz waren, werde ich 16 aussuchen und 10 erstmal aufstellen. Inklusive plus der 2 Torleute dann.